Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Episode von Reingespielt in die Sims 4. Ich bin nicht der Dom, wie ihr schon an meiner Stimme gehört habt, sondern ich muss hier ein bisschen klar Schiff machen, deshalb bin ich auch der Martin. Und wie ich sehe, hat er hier irgendwie, was ist das? Was ist denn das? Ich weiß nicht mal, was das ist. Was hat er denn hier geholt? Törtchen? Törtchen-Backmaschine oder sowas. Die werde ich natürlich nicht verkaufen, also sowas wäre, das wäre ja noch wirklich zu viel, finde ich. Aber wie ich gerade sehe, könnten wir vielleicht noch die Häuser ein wenig vergrößern. Ich müsste Mario aber aus dem Bett schubsen, deswegen mache ich nur die eine Wand jetzt. Oh, Mario steht sogar auf. Das tut mir schrecklich leid irgendwie. Das war gelogen, das tut mir nicht leid. So, also geben wir ihm hier so ein Bett. Mit ein bisschen, also wir brauchen ein bisschen Platz dafür auch, aber er ist ja Single, also ist es jetzt nicht so schlimm. Mit Luigi auch, also Luigi bräuchte theoretisch auch ein Bett. Ach, wie mache ich das denn? Gut, Luigi, dein Bett ist jetzt Wurst. Du musst halt... Ja, nee, so sieht es eigentlich ganz gut aus. Finde ich nicht gar nicht mal so schlecht. Und man kommt auch an der Seite vorbei. Also es könnten zwei Leute drin schlafen. Das heißt, die neue Mitbewohnerin, die ich übrigens gerade erst gesehen habe hier, ist jetzt... Ja gut, naja, muss man mit leben. Also... Ich möchte jetzt auch nicht zu viel von dem verändern, was Dominik hier gemacht hat. Was ist das, ein Blumenstand? Liebkosungsschubkarre. Ach du Scheiße, was holt der dich denn hier? Oh, nee. Ja, ja, gute Frage, was ich jetzt mache. Wir haben keinen Platz mehr im Haus. Oh, wir haben 17.000. Ach du Kacke, wir haben 17.000 Simoleons. Ich weiß gar nicht, wie er das bekommen hat. Hat er etwa geschummelt oder sowas? Oder sie hat es mitgebracht, das kann natürlich auch sein. Deswegen werde ich jetzt einfach mal eine Treppe hier ins Haus bauen. Ich glaube, Mario wird es einfach zu viel und er zieht nach oben. Deswegen, zack. Jetzt müssen wir natürlich das Dach entfernen und das auch, alles klar. Die Dusche werde ich mal nach oben stellen. Also die wird jetzt nicht, vielleicht wird auch Luigi oben wohnen, ich weiß es noch nicht. Müssen wir gucken. Eine Tür wäre jetzt gar nicht mal so schlecht. Aber gucken wir erstmal. Also die Törtchenmaschine, definitiv, die gehört Luigi, nehme ich mal an. Irgendwas ist jetzt kaputt mit der Kamera. Ach so, so geht's, okay. Okay, ich glaube ganz, einfach ganz dreist mache ich hier mal so einen kleinen Raum hin. Ja. Ne? So in etwa. Soll ja nicht zu doof aussehen. Vielleicht ziehe ich den auch so ein bisschen. Kann ich den ziehen? Nee. Nee, kann ich nicht. Verarsch mich nicht, Sims. Ich kann das. Ja, kann ich. Alles klar. Das heißt, wir machen so ein bisschen Overhang-mäßig, den wir dann so mit einer Säule hier unten befestigen, damit er auch nicht runterrutscht. Ich glaube, dann nehme ich mal die Mega-Säule. Ja, natürlich. Das passt doch super zu den Mario Brothers auch. Ja, bloß kriege ich jetzt nicht irgendwie hier hin. Also es will nicht so, wie ich es will. Vielleicht, wenn ich eins runtergehe? Nee? Nö. Ich setze trotzdem mal. Sieht dann so ein bisschen eleganter aus. Ich glaube, ich muss jetzt noch ein bisschen rüberziehen, aber dann haben wir es auch. Noch ein bisschen? Noch ein kleines bisschen? Ja, so sieht es doch besser aus. Alles klar. Also haben wir hier eine Säule, die es ein bisschen realistischer aussehen lässt. Und ein neues Zimmer, was ziemlich cool ist. Also hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es... Ja, naja, doch, hätte ich erwartet. Gut, dann müssen wir nach unten so ein kleines, einen kleinen Anbau machen. Ich finde, na gut, das Fenster will ich jetzt nicht komplett schrotten, aber... Was habe ich jetzt gemacht? Warte, man kann hier Redo machen oder Undo, genau, richtig. Ich packe das mal so und ziehe das hier oben ein bisschen besser. Ach Mann, die Kamera nervt mich so ein bisschen. Ja, so. Und dann machen wir das hier kaputt. Das heißt, wir haben jetzt einen schönen kleinen Raum hier für wer auch immer hier einzieht. Ach, und eine Toilette am Wegesrand. Das muss natürlich sein. Das geht gar nicht anders. So, irgendwie konnte man auch das Muster von der Wand klauen, aber ich weiß nicht mehr, wie es geht. Also habe ich jetzt einfach mal, oder mache ich jetzt einfach mal hier was? Ach, welche habe ich denn genommen? Die hier? Ja, sieht fast so aus. Und oben machen wir so ein altes Mauerwerk. Mal gucken, kann man das sehen? Sieht ein bisschen scheiße. Obwohl, nee, geht halbwegs noch. Vielleicht, wenn wir sowas machen? Nee, das passt nicht. Nee, aber ich will es auch nicht so einfarbig haben. Das ist so doof.
Ich lasse das einfach so mit dem Mauerwerk. Soll sich Dom drum kümmern. Natürlich, jetzt habe ich das ganze Haus verkackt. Noch so ein bisschen hier ziehen. Genau. Man braucht halt wieder ein Dach, sonst sieht das zu flat aus, finde ich. Genau. Und noch so ein bisschen runterdrücken. Das ist ein bisschen zu hoch. Wir haben ja schließlich keine... Ja, nee, das passt. Noch ein bisschen Overhang. Genau. Nee, das gefällt mir jetzt schon wieder nicht. Warum sage ich denn da genau? Das sieht einfach doof aus. Was ist das denn hier? Nee, das will ich auch nicht. Nein, das ist viel zu groß. Leute, schlag mir doch nicht irgendwas vor hier, das ich nicht gebrauchen kann. Nee, das sieht dann auch doof aus, oder? Ich lasse es so, wie gesagt, soll Dom machen. Wir befinden uns schon ewig hier dabei. Deswegen richte ich jetzt mal schnell den Raum ein. Ich finde diese Hängelampen immer ganz cool. Deswegen schaue ich mal, wo es die gibt. Hier. Auf Geld muss ich ja theoretisch nicht... Ach, Glückslampe, super. Auf Geld muss ich ja theoretisch nicht achten. Wir haben ja ordentlich Knete. Dank Einzug, glaube ich. Deswegen ist es gar nicht mal so schlecht. Also schön den Raum ausgeleuchtet. Und ich finde, es fehlen noch ein paar Fenster dann in was. Tapete halt. Und Boden. Boden fehlt auch. Ach Mensch, wir haben noch so viel. Für wen soll es denn sein? Für Luigi. Das ist jetzt Luigis kleines Schlafzimmer. Kein so Ding quasi. Ich weiß nicht, das kann ich jetzt nicht irgendwie benennen. Mit Tapete in... Die sehen alle so ein bisschen scheiße aus, finde ich. Ja, naja. Ja, sowas halt, sowas, genau. Und dazu kommt noch ein Boden. Ein schöner Holzboden, der teuerste, den es gibt. Für 2000 habe ich dafür ausgegeben. Kriege ich den auch wieder weg? Nee. Gibt's nicht. Boden verkaufen ist nicht. Deswegen müssen wir jetzt damit leben. Luigi lebt halt ein bisschen extravaganter. Deswegen hat er auch seine Dusche hier direkt am Eingang stehen. Und seine Törtchenfabrik. Jetzt sehe ich es auch. Törtchenfabrik. Okay. Ich glaube, wir stellen auch noch sein Bett nach oben, damit er halt sein Bett oben hat. Genau, der kriegt jetzt halt so ein kleines Apartment von Mario abgeschnitten. Denn ihr habt super Vorschläge gemacht, Leute, oder gehabt, deswegen werden wir auch darauf eingehen. Aber nicht vergessen, das ganze Zeug mit dem Gewinnspiel und so läuft noch. Das heißt, ihr könnt euch noch darum bewerben, wenn ihr ein Spiel bewerben, belustigen. Nee, ihr könnt natürlich auch noch beim Gewinnspiel mitmachen. Ihr könnt da ein Sims 4 gewinnen, von vielen Sims 4s. Und wenn euch das... Wenn es gut klingt für euch, dann geht einfach zum Artikel. Der ist in der Beschreibung drin und dann könnt ihr daran teilnehmen. Ganz einfach. Okay, Mario kriegt jetzt also sein Bett hier. Die Kommode klaue ich mir. Und die kommt natürlich neben Luigis Bett. Neben dem Ehebett. Da muss er wohl über übel mit irgendeinem Mädel drin schlafen. Ach, jetzt habe ich gesehen, uns fehlen noch Fenster. Kleinen Moment, wir brauchen noch Fenster. Ja, machen wir so eine Gucklöcher halt wieder. Ich bin jetzt auch kein Innenarchitekt, deswegen kommt jetzt einfach, was kommt. Genau, hier hinten noch eins. Und überm Bett natürlich, darf nicht fehlen. Jo, das sieht doch super aus. Jetzt kriegt nur Luigi noch, weil ihr das vorgeschlagen habt. Ich glaube, einen PC. Den haben wir nämlich nur für Mario. Und ich finde, Luigi bräuchte seinen eigenen Platz, denn er soll Schriftsteller werden. Viele haben das jetzt vorgeschlagen schon. Und ich finde, es ist eine super Idee, deswegen... Schaue ich mal, wo das ist. Das ist, glaube ich, hier bei Bürobedarf. Das heißt, Luigi kriegt einen... Ja, gibt es den auch in einer anderen Farbe vielleicht? Den finde ich jetzt nicht so schön. Genau, hier so eine kreative Ecke direkt unterm Fenster. Und er kriegt natürlich auch, um Mario ein bisschen zu ärgern... Oh, nee, die kosten ja ewig viel. Ach, du Scheiße. Nee, dann kriegt er einen kleinen. Aber einen guten Stuhl dafür. So ein Chefsessel ist doch immer schön. Und jetzt machen wir mal weiter. Und ich schaue mal, was jetzt hier angelabert wurde. Wie heißt sie denn? Sophie Heck. Gut, Mario schicke ich mal wieder ins Bett. Ich glaube, der ist so ein bisschen müde. Nee, eigentlich nicht. Aber trotzdem, ab ins Bett mit dir. So, Luigi hat Hunger. Und ich sehe gerade, es wurde was bestellt. Ist er gerade mit Mario ins Bett gegangen? Das ist schon ein bisschen traurig, nicht? Naja, es soll nicht so. Genau, jetzt unterhalten die sich hier über... Wer weiß was. Gemüse. Gemüse und Mülltonnen. Das ist doch mal eine tolle Unterhaltung. Hast du auch schon dieses Gemüse in die Mülltonnen geschmissen? Nein, ich verkaufe sie für Geld. Ich hole mir lieber Pommes frites und Fastfood.
Pommes frites und Fast Food. Und dabei zocke ich. Und sie ist jetzt ein bisschen angewidert, deswegen geht sie jetzt tanzen. Wie spät ist es? Um 3.15 Uhr. Alles klar, super. Gut, ich schicke Luigi mal ins Bett, während Miss Schieß mich tot hier. Ach komm, die kommt auch mit dazu. Genau, ihr geht jetzt. Ach, jetzt wurden Törtchen gekocht und die wurden nicht weggeworfen. Nein, du sollst schlafen gehen. Und er schläft jetzt mit Mario in einem Bett, oder was? Oh, ich sehe gerade, wir haben noch gar keine Zugangstür. Die wollte ich nämlich hier hinten hinstellen. Das heißt, wir müssen nochmal schnell in den... Nein, nicht in die Galerie, wir müssen in den Modus hier. Und ich glaube, ein S-Ding reicht irgendwie schon so. Und der Rest müssen wir mal gucken. Ich meine, es gibt ja auch noch eine Couch, ne? Es muss also nicht alles hier so passieren. Aber wir haben keinen Übergang hier gehabt, deswegen schnell einrichten. Sonst gibt es nämlich Probleme. Okay. Luigi, warum bist du denn jetzt aufgestanden? Mach die Musik aus. Genau. Und du musst jetzt auch nicht da hinten schlafen. Ich weiß gar nicht, was er vorhat. Ach, Luigi, du bist doch schon so ein bisschen doof. Genau, und sie auch. Alle ab ins Bett. Es war eine lange Party. Mario muss morgen früh raus, nehme ich mal an. Mal gucken. Jo, in 5 Stunden muss er schon wieder los. Und jetzt kann Luigi nicht schlafen, oder was? Ist es ihm zu doof, oder wie sieht es aus jetzt? Warum kann er denn nicht mit ins Bett? Ach, da schläft jemand, den er nicht mag, oder was? Okay, gut. Alles klar, Luigi. Du kriegst dann ein kleines Bett. Du kriegst ein kleines Bett. Wie soll es auch anders sein? Luigi muss alleine schlafen. Noch vorerst. Ich habe da eine gute Idee, aber vorerst muss er alleine schlafen. Okay, Mario müsste jetzt demnächst aufstehen. Jupp, 7 Uhr, Mario steht auf. Ein bisschen Spaß muss sein, deswegen gehen wir mal runter zu ihm und schauen, was er so vorhat. So, Betten machen müssen wir nicht. Die Blase drückt ein wenig. Und er muss in 2 Stunden arbeiten. Das heißt, wir müssen den Hunger noch irgendwie... Ach du Kacke, jetzt ist es weggebrochen. Ach Mario, warum machst du doch alles kaputt? Na gut, das muss man jetzt nicht ersetzen. Da muss er halt ran mit dem Wischeimer. Geht halt nicht anders. Also Spaß und Hunger, der leidet ein bisschen. Reparieren muss sein. Es geht ja auch nicht, dass er einfach die Toilette so lässt. Aber was jetzt neu ist, was wir machen können, jedes Mal, wenn man was repariert, kann man Teile plündern und danach wegwerfen. Das heißt, mit den Teilen, wenn wir ein... nein, das muss ich jetzt nicht verwenden. Wenn wir genug Skill haben quasi, im Handwerker-Skill, dann können wir uns auch Sachen reparieren, schneller reparieren und auch aufbessern. Aber das war's jetzt erstmal, Leute. Ich sehe, 13 Minuten sind schon rum. Deswegen danke ich euch fürs Zusehen und es geht gleich weiter. Oder für euch in einem Tag, mal schauen. Aber für mich gleich. Danke fürs Anschauen und ich sehe euch bei der nächsten Episode. Tschüss.